Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splatoon, dem Online-Multiplayer mit mir, um den Yoshitenus. Die News aus der Stadt, in der die gezeigten Ruhen in Kupolis, ein tentakuläres Hallo ihr und im Limone. Hier kommt das neueste Update. Wir haben neue Waffen. Wir haben einmal den Schwapper-Deko jetzt neu dabei. Und da müssen wir mal Arti fragen. Das war doch schon. Und wir haben derzeit die aktuellen Starrenkaffarenen sind der Halbuschafen. Und die Makrelenbrücke. Und im Rangkampf derzeit mit Schwummkommando haben wir Diggermannstation und Pina Kuitik. Ja, das haben wir. Ah, Kaffeesouvenir dann. Jo. Okay, das sind unsere Maps für die nächsten zwei Parts. Wenn es klappt. Vielleicht mal auch nur ein paar. Muss ich mal gucken, was. So, aber erstmal machen wir wieder Standardkampf. Und dafür gehen wir mal zu Arti. Denn es gibt eine neue Waffe und das ist der Schwapper-Deko. So. Du hast schon einen coolen Namen wie Schwapper-Deko für dich. Schwapper-Deko, tolle Verzierung des Herstellers. Bla, so. Schwapper-Deko. Hallöchen. Anlegen. Ja, Schwapper-Deko, ein Schwapper. Nicht so mein Favorit, aber für eine Runde werden wir es mal ausprobieren im normalen Standardkampf. So, dann gehen wir noch schön da hinten hin. Ich habe auch noch nicht meine Supermuschel beim letzten Splatfest ausgegeben. Ha. Und die zweite Frage ist ja auch, wann kommt das nächste Splatfest? Ich glaube, jetzt ist schon wieder ein bisschen mehr Verzögerung. Auch das USA-Splatfest kam noch nicht. Wir werden sehen, wann es kommt. In Japan gab es ja wieder eins, das war ja Landfrüchte gegen Seefrüchte. Ich kann euch gerade nicht genau sagen, wer gewonnen hat. Weiß ich nicht. Ist mir auch egal eigentlich. Aber ich glaube, das war nicht knapp gewesen. Oder? Weiß nicht. So, auf jeden Fall haben wir auch schon wieder alle zusammen. Wir spielen nur mit Japanern. Hey, wow, toll. Schön. Japaner, ahoi. Revierkampf. Werbe möglichst viel ein. Halbetraf. So, wir haben einen Schwapper-Deko, einen Sniper, einen Luna-Blaster und dann hatten wir noch irgendein anderes Gewehr gehabt. Ein Gewehr, genau. So, das ist der Schwapper-Deko. Der Unterschied zum Schwapper normal kann ich euch jetzt nicht erzählen, aber ist halt ein Schwapper, der macht gut Farbe. So, ich muss gerade auch nochmal anmerken, ich habe gerade mein Gamepad wieder an der am Aufladen. Heißt, ich habe hier so ein Kabel. Heißt, ich könnte vielleicht ein bisschen eingeschränkt sein, aber sollte, glaube ich, nicht so groß sein, die Einschränkung. Ah, haben wir auch getötet. Geil. Wunderschön. Ja, es werden irgendwie langsam immer mehr Waffen, die veröffentlicht werden pro Woche, habe ich das Gefühl. Oder die Wochen gehen zu schnell rum. Das weiß ich nicht. Obwohl, doch, ich meine... Wohl, warte. Man kann uns jetzt die nächste Waffe, letzte Waffe, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die pushen jetzt wirklich die Waffen so hinterher langsam raus. Aua. Au, ja, ich wollte gerade weggehen. Warum konnte ich nicht mich einducken? Warum ging das nicht? Egal. Naja. Ja, hier ist auch noch nicht viel passiert gewesen. Ach, da war so ein Ding. Ups, Fallenfehler. So. Wunderschön. Also mein Team kann bisher noch nicht so viel. Also die Karte... hier war was Blaues. Hilfe. Ah, cool. Getötet. Wunderbar, habe ich noch nicht mal gesehen. Aber das gefällt mir. So, ich nehme ja auch auf. Ja, natürlich nehme ich auf. Wäre blöd, wenn ich nicht aufnehmen würde. So, machen wir hier ein bisschen Vorsprung. Hallöchen, 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 Hallöchen. Also hier bei der Waffe sollte man immer schön springen. Das glaube ich so als A und O bei dieser Waffe. So. Oh, verdammt. Mando. Hallöchen. Ich gehe mal... Oh. Hilfe. Scheiße. Ups, da habe ich ein bisschen Fehler gebaut. Aber okay, ich benutze den Tintentitan ja nicht so häufig. Beziehungsweise meine Waffen, die ich gerne benutze, die haben kein Tintentitan. Deshalb war für mich gerade was Neues gewesen. Aber wie man sieht, normalerweise habe ich jetzt schon die doppelte Anzahl an Punkten gehabt, wenn ich jetzt hier den normalen, zum Beispiel meinen Endzepper benutzt hätte. Aber wie wir sehen, ist das hier leider nicht der Fall. Habe ich hier genau gesehen. Alter, kann nicht wahr sein. Warum? Ach man, oh. Das war doof. Das Perser erledigt. Ha. Okay, ja, hat einer so ein Dings hingestellt. Das ist natürlich für die eigene Basis immer sehr, sehr schlau. So. Okay, blau führt gerade. Das sieht man halt oben an der Leiste. Obwohl, das ist wieder ein bisschen geschrumpft. Aber ich glaube, die führen trotzdem gerade immer noch. Weil, ich glaube, das Feld ist sehr blau. So, weg mit dir. Cool, ich habe den sogar besiegt. Das gefällt mir. Ah, hi. Ah, ich habe ihn auch nochmal getötet. Schön. Ja, der Schwapper kann echt eine gefährliche Waffe sein, gerade im Nahangriff. Da kommt ja dann sehr viel raus. Und ja, es kommt ja auch noch eine neue nächste Waffe raus.
Das war immer mit Trommel. Also eine waschmaschinenartige Waffe. Die wird sogar am nächsten Tag nach dieser Aufnahme veröffentlicht, aber leider werdet ihr dann ein bisschen später sehen, die Waffe, weil ich jetzt schon aufnehme und ich möchte jetzt nicht unbedingt einen Tag warten, weil ich gerade die Aufnahmemöglichkeiten habe und die möchte ich ja nicht wegschmeißen, ne? So, oder vergeuden, ne? So. Ah, auf jeden Fall, wir haben gewonnen. Lustigerweise, nicht schlecht. Das Gesicht ist ja cool. Okay, ach, 22 Punkte, 4-5, könnte besser sein. So, wunderschön, wunderbar. Und damit gehen wir wieder raus hier aus diesem Match. Und wir wechseln wieder zur Standardwaffe. Damit wir ja auch mal wieder ein bisschen geskilltes Gameplay zeigen können. Den NZAP 89. Und weiter geht's mit dem Standardkampf. So, was wählen wir da mal? Das hier. Ja, warum nicht? Ja. Ich bin echt gespannt, was das nächste Splatfest sein wird, weil ich glaube, die drei Wochen sind jetzt schon wieder rum. Weil das letzte war ja zu Halloween gewesen. Obwohl, ich glaube, da würde jetzt in 4 Wochen kommen in Abstand, weil wir haben ja, oder? Interessant. Also auf jeden Fall braucht das jetzt auf jeden Fall ein bisschen länger, weil das andere kam zu Halloween. Nee, Quatsch, wir hatten eine Woche danach. Stimmt, wir hatten nicht genau zu Halloween, sondern eine Woche danach. Vielleicht sind wir sogar noch im Rhythmus drin. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall müssen sie nächste Woche auf jeden Fall das veröffentlichen, das Thema. Also hier haben wir gerade den Freitag. Wenn ihr dieses Video seht, dann ist es, keine Ahnung. Irgendwas. Irgendein Tag wird schon sein. Aber ich weiß es gerade nicht auswendig. So, ich bin jetzt gerade immer noch so gewohnt, von der Waschmaschine die ganze Zeit so zu hüpfen. Ja, das muss ich mir gerade mal abgewöhnen. Beziehungsweise, doch, ich kann hüpfen. Aber ich habe ganze Zeit auch losgelassen. Also muss ich jetzt erstmal wieder ein bisschen umstellen. Hilfe. Da ist zum Beispiel wieder Pink gewesen gerade links. So, Hallöchen. Ha, getroffen. Oh, und da wurde ich auch getroffen. Was passiert? Exoto Komai. Okay, bestimmt japanischer Name. So. Lalala. So, alles schön einfärben. Wunderbar. Oh, oh, super. Toll. Oh, Mann. So. Ja, ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren, weil ich muss noch ein bisschen lauschen und soll noch ein Paket heute kommen und das muss ich natürlich annehmen. Jetzt habe ich auch gerade den Sound ein bisschen leiser, damit ich auch die Tür höre. Und ich dachte, ich hätte es gerade gehört, aber ich glaube, das hätte man, glaube ich, dann noch im Video gehört. Also von daher glaube ich erst nicht. Ja, der hat sich aber auch... Ja, von der Seite kam er an. Okay, da haben wir uns beide erledigt. Ach, da kam noch Tintitan an. Mein Gott, Tintitan sind ja auch ganz schön vertreten, du. Was sagt denn meine Punktzahl? 500 gerade? Okay. Jo, was sagt die Map so? Pink. Diese Map sagt das Pink. Dann müssen wir natürlich mal ein bisschen ändern hier. Weg damit hier. So, der kann auch weg gleich hier. Wunderbar. Oh, ouch. Oh, den haben wir nicht gesehen. Schon wieder Exoto-Komae. Ach ja. So, wunderbar. Hier ist noch so viel. Allgemein, Makrelenblöcke ist halt echt eine sehr große Map. Makrelenbrücke. Was habe ich gerade gesagt? Makrelenbrücke. Manchmal rede ich zu schnell und dann verhaue ich die Wörter. Aber nein, es ist die Makrelenbrücke. Hier gibt es Makrelen für alle. Und das, boah, ich wollte gerade weggehen und den Special ausführen. Makrelen für alle. Lecker, lecker. Makrele. Oh, ich bin kein Fischfan. Nein, ich mag keine Fische. Außer Fischstäbchen. Ich glaube, das kann man so als Standardaussage sagen. Wenn man keinen Fisch mag. So. Lalala. Wunderbar. So, hier nochmal schön alles einfärben. Hallöchen. Hilfe. Ah, verdammt. Fehler. Oh, ich konnte aber absetzen. Ich konnte ganz kurz noch auf die Taste raufdrücken. Bam, geil. Sehr schön. Ja, ich würde mal vorschlagen, das haben wir gewonnen. Sehr schön. Ja, das ist toll. Das ist sehr, sehr schön. Ich glaube, ich übersteuere heute nicht so. Weiß ich gar nicht. Steuere ich manchmal? Kann nicht sein. Ich möchte mal da ein bisschen dran regeln, da ich nicht so übersteuere die ganze Zeit. Muss ich mal gucken. Ist ja nicht so geil, so Übersteuerung in den Ohren ist nicht so geil, wisst ihr? Ja.
Aber ich bin irgendwie zu faul, das richtig einzustellen. Beziehungsweise, ja, nicht so faul, aber ich vergesse es irgendwie. Ich muss mal gucken, muss mal gucken. Vielleicht stellen wir es mal ein bisschen leiser. So, ein kleines wenig leiser gedreht. Ja. So, dann warten wir mal wieder. Lalala. Wieder ein neuer Partner hier. Und da wären wir gerade zur Aufnahmezeitpunkt 13:30 am Morgen. Also 13:30 ist ungefähr rum. Jo. Und es ist Freitag. Mensch. Gut, vielleicht sind die ganzen Kinder in der Schule. Ja, kann ja sein. Ach ja. Und Japaner. Welche Uhrzeit haben wir gerade in Japan? Warte mal, war +9, ne? Oder? Was? -9? Whatever. Irgendwas. Vielleicht haben die gerade abends. Ich glaube, die haben gerade abends. Würde ich jetzt mal schätzen. Vielleicht haben die auch morgens. Ne, morgens glaube ich nicht, oder? Ach, irgendwas. Japaner sind 24/7 online, also ist eh egal. So, nochmal die Makrelenbrücke. Aber diesmal in der Gegnerfarbe, die wir gerade hatten, nämlich Pink. Pink muss die Welt sein. Lalala, schönes Pink. Überall schönes Pink. So. Oh, da ist schon ein Gelbär. Oh, gleich mal hier weg, mal das Gelbe. Wollen wir ja hier nicht haben. Oh. Au, 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 au. Mann! Boah, so ein blöder Roller. Carbonroller Deko. Ein Dekor. Ein Dekör, wie nennt man das noch? Na, egal. Jedenfalls ist es eine Deko. Und das Lustige ist, die kleben einfach nur einen Sticker rauf. Das ist auch so geil. Müsst ihr euch mal vorstellen, ihr geht in den Laden, ihr wollt ja irgendeine coole, keine Ahnung, sag mal Torte, weil Waffe wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Wir kaufen eine schöne Torte. So, es ist zweimal die gleiche dann und die eine hat einen Sticker drauf. Oder zum Beispiel einen anderen Zuckerguss. Und zum Beispiel, ja, oder irgendeine Figur, wo dann wäre es ja wieder teurer, dann wäre es ja so wieder logischer. Okay, sagen wir, wir kaufen eine Waffe, zwei normale Waffen und für einen Sticker zahlen wir. Ne, wir zahlen ja nicht. Doch, wir zahlen mehr für Sticker, oder? Zahlt man ja mehr für die Deko-Dinger? Weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall hat die eine andere Fähigkeit. Irgendwie lustig. Nur Sticker raufkleben wahrscheinlich eine andere Fähigkeit. Obwohl, damit kann man die ja nur markieren, ne? Weil man kann ja da rein immer noch was ganz anderes verbauen, ne? Naja, gut. So. Hier ist gerade ein bisschen viel Gelb los. Das ist gerade nicht so cool. Die haben ja die ganze Zeit hier ihren blöden Dings an. Und da ist auch schon wieder jemand. Meine Güte, ich werde. Habe ich euch in der Runde überhaupt jemanden getötet? Gesplattet? Meine ich natürlich hier im Splatoon-Sprachregister. Ach ja. Da kommt was Gelbes. Boah, die geben mir hier einen auf den Keks, ne? So, hier gleich länger weg damit. Okay, ich glaube, hier vorne ist echt gut was losbringen. Ja. Ah, weg damit. Wunderbar. Da werde ich auch schon wieder irgendwie getroffen von irgendwas. Komm her da. Ah, ihr seid doch Feiglinge. Ha, weg damit. So, da einmal hin, einen rauen. Schönes Tinferno, so muss das. Jetzt gehen wir auch mal hier zu den Gelben ein bisschen rüber. Hallöchen, Freunde. Wie geht es euch heute so? So, schön pink hier die Welt machen. Also schlecht, ich habe keine Tinte mehr gehabt. Ha, das war strategisch nicht gut gewesen. Aber ich wollte den Sprinkler unbedingt platzieren. Weil wenn ich schon so weit hinten bin, dann möchte ich auch was groß wirken, ne? So, zu mir. Ja, ja, wir kommen schon, mein Lieber. Oh, ich glaube, die haben die Map schon wieder ganz schön, ja, die haben echt schon wieder ganz schön Dings gemacht. So. Was ist denn da oben? Ne, ich dachte schon, aber war da oben nicht ein Sprinkler? Alter, ich sehe nichts mehr. Ja, toll. Boah, sind die hartnäckig. Wenn ich auch aber so auf die Karte schaue, obwohl das Welt eher jetzt aussehen, naja, es sieht folgendermaßen aus, obwohl ihr habt das gerade auch schon, glaube ich, gut in der Übersicht geschaut, gesehen, ja, es ist sehr gelb geworden, leider. Also gelb war auf jeden Fall dominanter und stärker gewesen, das muss man echt sagen. Obwohl wir eigentlich, mal gucken, was ist so statsmäßig, 2,5. Boah, 1200, was? 1100, 1000, was? Alter, die haben richtig gut Gas gegeben. Obwohl, hätten wir jetzt auch die 300, wären wir alle bei 1000 gewesen. Also wir haben, glaube ich, alle, ich glaube, beide waren echt gut gewesen, beide Mannschaften, würde ich sagen, beide Teams. Naja, wir gehen weiter zur letzten Runde des heutigen Partes. Mit irgendeiner schöneren Musik. So ist das, jetzt nicht unbedingt. No. Oder war ich ganz gut gewesen, ink me up. Ist ja hier das Splatfest-Team. Fing. So, ja, aber auf hohe Stufen hier, 250. 240er, ne, 3x50 sehe ich sogar. Ah, so ein, boah, Alter, was hier los? Ich muss echt gerade nur gegen Japaner spielen. Nicht schlecht. Nicht schlecht.
So, der letzte Kampf ist wieder mal auf der Makrelenbrücke. Und da steht Splatoon Rules und dem kann ich nur zustimmen. Ja. So, wir haben, okay, und die haben eine, zwei Roller, ein Sniper. Sniper. Gerade bei so einer Map, die natürlich sehr weit nach vorne geht, die sehr viele Möglichkeiten hat, sich irgendwo hinzustellen, ist das lustig. So. Okay. Lalala. Schön, machen wir die Welt grün. Oh, ich habe keine Tinte mehr. Hilfe, ich brauche... Da kommt was. Hilfe. So. Erstmal was grün machen hier. Aber ich habe dich auch gesehen. Was war das denn? Hä, ich markiere den. Ach, das denn. So, weg mit dir. Ganz einfach Geschichte. So, lol. Alles klar, oder? Der war nicht schlecht. Der war sogar gut, muss ich sagen. War echt gut. So. Einmal hier schön den Spot markiert. So. Ja, okay. Map-technisch sieht es gerade wieder mal. Ah, gut, wir sind mitten im Match, ne? Das geht ja immer ganz schnell, ratzfatz, immer hin und her. Aber für uns sieht es gerade besser aus, weil wir gerade über die Mitte kommen, auf jeden Fall. So viel steht schon mal fest. Aua, da ist ein Sniper. Das gefällt mir nicht so sehr. Ich glaube, der Sniper wurde gerade getötet. Oh, da war noch ein Roller gewesen. Hier wurde gerade jemand getötet. Oh, da oben ist einer. Ah, ich glaube, jetzt so WD, oder? Krieg ich ihn? Kriegt ihr nicht. Dann gehe ich hier lieber weg. Tschüss. Okay, da wieder ein Blauer getötet. Schön. Machen wir nochmal ein Tinferno hin. Nach da hinten hin. Oh, da hier ist auch nochmal ein Tinferno entstanden. Okay. So, machen wir mal dahin was hin. Dahin was hin. Das ist auch ein schönes Wort. So, ich habe keine Tinte mehr. Das ist natürlich nicht so schön. So, oh, hier ist einer. Oh, da sind sie jetzt aber dran, du. Warum ist jetzt meine gegnerische Hälfte so blau? Ja, gut, war klar, dass wir uns beide treffen. Ach nee, ich war auf deren Hälfte. Okay. Ups. Verschluckt, guck mal. Eine Spucke. So, yeah. Okay, aber es sieht immer noch sehr grün aus, muss man sagen, glaube ich. Das ist, glaube ich, immer noch sehr, sehr grün. Oh, Hallöchen. Hallo, Freund. So, aber die können, glaube ich, echt gerade nicht so viel ausrichten. Ja, wunderbar. Also, die kriegen ja gerade echt aufs, boah, was haben denn Tintenfische so? Auf die Tentakel, sag ich mal. Aber so muss das auch. Guck mal, hier ist auch noch alles schön blau. Machen wir mal alles hier grün. Weil blau ist ekelhaft. Wisst ihr, blau ist hier, in diesem Match ist blau einfach ekelhaft. Ich meine, wir spielen ja auf einem offenen Meer. Auf einer Brücke. Aber das ist echt ekelhaft. So. Lalala. Und das war's. Oh, ich habe noch eine Entfernung gehabt. Nein. Oh, schade. Okay. Gut, Leute. Das haben wir gewonnen. Das war klar. 71%, da konnten sie nichts tun. Das andere Team war so stark, das war zu leicht. Wir brauchen was Ausgeglicheneres und deshalb gehen wir im nächsten Part wieder in den Ranked-Modus mit Team Turmkommando. Teamkommando war auch schön. Turmkommando. Und ich hoffe, ihr seid bis bald auch wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Splatoon Online mit mir auf Nintendo. Und ja, bis dahin sage ich dann ciao. Euer Ninyoshi. Tendo.